Sie sind hier, 5. Dezember 2018, 21 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Der SSC Palmberg Schwerin darf sich über den nächsten Sieg freuen. Gegen die Roten Raben Wilsbiburg täuscht das Ergebnis aber über den Spielverlauf hinweg. Nächster überzeugender Auftritt des SSC Palmberg Schwerin. Nur 4 Tage nach dem beeindruckenden 3:1 bei Pokalsieger Dresdner SC hat das Team von Cheftrainer Felix Koslowski auch gegen die Roten Raben Wilsbiburg einen souveränen Sieg gefeiert. In 3 Sätzen, 25:23, 25:21, 25:23, schnappte sich der Tabellenführer aus Schwerin gegen die auf Rang 9 liegenden Damen aus Wilsbiburg den Erfolg. Tabelle der Bundesliga. Ganz so deutlich wie das Ergebnis war das Spiel aber wahrlich nicht. Alle 3 Sätze blieben lange Zeit sehr spannend. Die Roten Raben boten Schwerin einen richtigen Kampf, sehr zur Freude ihres Trainers Timo Lipuna. Mir hat das Spiel heute sehr viel Spaß gemacht. Wenn es Probleme gab, dann haben wir den Angriff gewechselt oder den Aufschlag gewechselt. Das hat alles sehr gut geklappt, sagte er im Sport 1 Interview. Schwerin hatte große Mühe, demnach haben kleine Fehler den Unterschied ausgemacht. Dennoch zeigte sich Lipuna mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Kimberly Drefniok, die zur wichtigsten Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde, äußerte sich im Anschluss ebenfalls anerkennend zur Leistung des Gegners. Wilsbiburg hat gut dagegen gehalten, sie kamen immer wieder zurück. Wir mussten immer 120% geben, damit wir auf diesem Niveau bleiben konnten, so der Neuzugang des SSC Palmberg. In der Tabelle bleibt Schwerin weiterhin auf dem ersten Platz, Wilsbiburg rangiert immer noch auf Rang 9. In einer weiteren Partie des Abends siegte Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 gegen Navarro Straubing, Volleyball-Bundesliga live auf Sport 1. Für alle, die Volleyball lieben und nicht zu jedem Spiel in die Halle können, hat Sport 1 die Lösung. Insgesamt werden 33 Spiele der Frauen live auf Sport 1 im Free-TV und im Stream gezeigt. Sendetermin ist in der Regel der Mittwochabend. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.